herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf diesem Kanal. Ja, Yellow Phoenix 18. Wie ihr es seht, ist es jetzt mal wieder eine neue Aufnahme. Mein Desktop sieht total unordentlich aus. Und ja, bis jetzt habe ich ja eigentlich immer Tutorials gebracht, die in die Richtung erweitertes Programmieren gegangen sind. Und da von vielen Leuten die Frage kam, ja, kannst du vielleicht auch mal ein Basic-Tutorial machen oder die Grundlagen von Anfang an erklären, weil du ja sonst immer relativ weite Tutorials machst, habe ich mich entschieden, dass ich jetzt ein Start-Tutorial mache. Und da die meisten Leute ja mittlerweile wissen, was Eclipse ist und wie man Eclipse installiert, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, schreibt es einfach in die Kommentare, dann mache ich auch noch dazu ein Video. Gehe ich davon aus, dass die Leute, die das Tutorial jetzt hier sehen, halt wissen, was Eclipse ist. Und von daher starten wir einfach mal Eclipse. Jedenfalls ist bei mir Eclipse Mars 1. Heutzutage ist, glaube ich, Neon der Standard. Mars ist aber auch ganz schön. Und hier machen wir einfach mal Yellow Phoenix 18 YT draus. Das ist unser Workspace. So, den Workspace habe ich vorher noch nicht gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Und von daher sollte sich jetzt gleich, nachdem er das schöne Ladefenster hat, genau, ein schönes Fenster hier öffnen. In diesem Fall Welcome to Eclipse. Ja, und da sehen wir ja auch schon Welcome to Eclipse, Overview, Samples, Tutorials, What's New. Und um das Ganze jetzt einfach ein bisschen anzusehen bzw. zu gucken, was man damit machen kann, öffnen wir das und wir haben jetzt unser Standardfenster. Das können wir uns mal ein bisschen zurechtrücken, weil wir möchten, diese ganzen Sachen brauchen wir gar nicht so groß. Hier unten seht ihr zum Beispiel jetzt gerade Saros. Auch eine Erweiterung, kann man auch nochmal drüber reden. Zurzeit finde ich es aber nicht grundfett. Wir machen uns hier das Fenster extra schön groß, damit ihr jetzt auch viel erkennen könnt. Und wir beginnen mit einem neuen Projekt, in diesem Fall New und dann Java Project. So, und ab diesem Punkt, denke ich mal, möchten die Leute, die jetzt gerade dieses Tutorial sehen, ja gerne sehen, wie funktioniert sich das Ganze. So, wir haben New Java Project gemacht. Was ist das Ganze? Damit erstellen wir halt einfach ein neues Projekt in unserem Workspace. Workspace definiert halt eine Arbeitsgruppe. Stellt euch das vor wie Schreibtische. Und ihr könnt halt unterschiedliche Workspaces haben. Ich habe zum Beispiel Workspaces für meinen Server SkyPixel. Da habe ich einen Workspace für angelegt. Dann für Yellow Phoenix 18 Official. Das sind dann offizielle Produkte von mir. Ich nenne es jetzt einfach mal Produkte. Das sind dann zum Beispiel meine Plugins, die ich auch auf Spygate veröffentlicht habe. Aber auch halt Webseiten wie jetzt zum Beispiel Yellow Phoenix 18.de. Und die liegen dann zum Beispiel in dem Workspace. Und jetzt haben wir hier gerade den Yellow Phoenix 18 YT gemacht. Der ist ja extra für YouTube da, um hier YouTube-Tutorials zu machen. Und darin, in diesen Workspaces, kann man einzelne Projekte machen. Stellt euch das wie schon vor wie ein Schreibtisch. Und auf diesen Schreibtisch könnt ihr jetzt Projektmappen legen. Also ihr habt jetzt so eine Mappe, wie ihr es zum Beispiel in Deutsch oder Mathe oder Mathematik habt. Und da tragt ihr eure Sachen rein. Und das Ganze ist in diesem Fall dann unser Java-Projekt. Und das nennen wir jetzt einfach mal Tutorial. Also unser Ordner Tutorial. Und in diesen Ordner können wir jetzt halt Sachen reinheften. Und das klingt jetzt irgendwie so richtig vereinfacht, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und um halt das Ganze wieder zu ordnen, macht man hier Packages. Und um den Konventionen nahe zu bleiben, werden wir das Ganze auch nach Konventionen machen. Und die Java-Konventionen besagen, dass Package generell kleingeschrieben werden. Das heißt, alles, was wir jetzt in diesem Package-Namen schreiben, was ja wiederum einen Bereich zusammen sortiert, muss halt kleingeschrieben werden. Und man fängt generell mit dem Ländercode an, in diesem Fall dann DE. Dann den Namen des Developers. Also so ist es, macht man es meistens. Es gibt Leute, die schreiben dann mi. Und dann den Developer-Namen. Geht auch. An sich ist aber die schöne Schreibweise mit der Domain. Also de.yellowphoenix18 in diesem Fall. Also das wäre meine Domain, nur halt umgekehrt. Und dann Punkt. Und dann nimmt man den Namen des Projekts. In diesem Fall heißt das Projekt Tutorial. Das ist groß geschrieben. Trotzdem wird das aber in dem Package klein geschrieben. Und da es unser erstes Package ist, senden wir das so ab. So, jetzt brauchen wir halt eine Hauptklasse für unser Projekt. Und die erstellen wir hier auch drin. Das ist über Class, also jetzt nicht mehr Package, sondern Class. Und die heißt dann in diesem Fall Tutorial. Bei den Klassen dürft ihr wieder groß schreiben. Das ist nur halt bei den Packages verboten. So, und damit haben wir jetzt unter... sehe hier schon gerade, dass ich mich hier vertippt habe. Nur jetzt seht ihr auch selbst mal, wie ihr es ändern könnt. Hier steht ja Yellow, da muss aber Yellow hin. Und dann könnt ihr es mit Rename, Refactor und dann wird es hier auch alles
korrigiert. So, und damit haben wir jetzt sozusagen unsere Main-Klasse für unser Projekt erstellt. Und ja, jetzt geht es halt an den Part, wo wir auch Bucket nutzen wollen. Wir haben jetzt hier ja die Standard-Klasse. Und um jetzt erstmal überhaupt Bucket nutzen zu können, machen wir einen Rechtsklick auf unsere ja, Projektmappe, in diesem Fall Rechtsklick auf das Tutorial oben. Dann gehen wir nach unten bis zu den Properties. Wählen hier den Java Build Path aus, das ist das dritte von oben. Dann steht hier Order and Export. Wir wählen aber gehen auf Libraries. Dann erscheint hier an der Seite Add External Jars. Da klicken wir drauf. Und gehen dann einmal auf, bei mir ist es Volume C. Und dann seht ihr hier zum Beispiel Spigot, Spigot 194, Spigot 19, Spigot 110. Beziehungsweise 110 und 19. Wir möchten jetzt in Spigot 1.8 programmieren, die heißt bei mir nur normal Spigot und deswegen wählen wir die aus, klicken auf Öffnen. Damit seht ihr dann eure Spigot jetzt hier drin, klickt auf OK und jetzt wird hier Reference Libraries reingepackt, die Spigot und dann seht ihr jetzt zigtausend Packages. Jetzt mal schön runterscrollen und ja, jetzt seht ihr halt auch, das Ganze sind die Packages von Spigot. Die wir halt als Library nutzen. Das ist ja unser API sozusagen in diesem Fall. Und ja, um das Ganze jetzt halt zu einem Plugin zu machen und unsere ersten Ausgaben in der Konsole zu machen, adden wir nach Public Class Tutorial Extends Java Plugin. Extends Java Plugin definiert in diesem Fall halt, dass es ein Java Plugin ist. Und das ist halt einfach die Definition für eine API. Und die Definition für eine API, was labe ich eigentlich für Mist? Java Plugin ist halt die Standardklasse für die Main-Klasse des ja, Bucket-Projekts, beziehungsweise Spigot-Projekts. Aber früher war es Bucket und Spigot basiert auf Bucket, also eigentlich Bucket-Projekts. So, und in dieser Klasse müssen standardmäßig zwei Klassen eigentlich enthalten sein. Man kann sie auch rauslassen, aber eine Klasse braucht man eigentlich immer und das ist Public Void on enable. Warum public void on enable? Public void on enable ist in diesem Fall halt die Methode, wenn der Server startet. Und da könnt ihr unterschiedliche Sachen machen. Wir werden jetzt hier einfach eine kleine Ausgabe starten. In der Konsole in diesem Fall. Und um die Konsole um die Konsole zu erreichen, geben wir ein System.out und dann .print und dann ln. Also ln steht in diesem Fall für print und dann line. Damit schreiben wir eine line in die Konsole. Die kann natürlich auch dann Teilenumbruch bekommen etc. Aber damit schreiben wir was in die Konsole. Jetzt können wir halt machen, was wir wollen. Wir können jetzt hier reinschreiben. Hallo. Oder was auch immer. Das schreiben wir aber in Anführungsstrichen. Damit wird ein String definiert in der Programmiersprache Java. Das gilt aber auch an sich für andere Programmiersprachen. Und da wir jetzt keinen String oben definiert haben, machen wir einen String inline. Und in diesem Fall schreiben wir dann jetzt rein, hallo, ich bin das Tutorial-Plugin. So, und damit wäre das angegeben. Ja, und das wäre jetzt der on-enable. So, on-enable-Part. So, und es gibt jetzt auch noch einen disable-Part, das ist public void. On disable. Achtet darauf, dass ihr halt auch in diesem Fall die große und kleine Steuerung beachtet, nämlich on klein und disable groß, weil die Klassen werden halt überschrieben. Deswegen extends Java Plugin, weil dann Klassen von dem Java Plugin überschrieben werden mit unseren Klassen. Und von daher muss das genauso sein wie halt in Java Plugin. So, und dann können wir jetzt hier in den disable Teil halt wieder das System out reinkopieren. Ich habe das ja gerade so oben reinkopiert. Jetzt können wir reinschreiben, das Tutorial Plugin verabschiedet sich. Plugin verabschiedet. Und so ein kleines Herzchen hindern. So, und damit haben wir jetzt eigentlich das Grundlegende. Das Ganze ist jetzt wenig Bucket. Sag ich mal so. Das Ganze können wir jetzt einmal speichern. Das könnt ihr mit STGS machen. Ihr könnt es oben auch einfach eure Speichertasten drücken. Und ja, das Ganze ist halt jetzt noch wenig Bucket. Also das Einzige, was ja hier Bucket ist, ist Extends Java Plugin und die OnEnable Methode. System Out ist eine generelle Ausgabe in Java für Java in Konsolen oder beziehungsweise eine generelle Ausgabe. Ja, aber von daher haben wir das schon mal. So, jetzt haben wir aber hier, wie ihr seht, zurzeit
nur das drin. Wir können es so noch nicht ausführen. Wir müssen nämlich erstmal Bucket sagen, wie ihr überhaupt die Datei ausführen soll. Und um das zu machen, müssen wir einmal nochmal auf New gehen. Dann hier Untitled Text File. Da klicken wir drauf und jetzt öffnet er uns so ein Fenster. Und da schreiben wir oben rein Name, in diesem Fall Tutorial. Ich weiß nicht, vielleicht schreibt ihr schon was anderes hin, weil ihr eine andere, das anders benannt habt, das Projekt. Dann Autor. Für mich wäre das Yellow Felix 18. Da kann dann euer Name hin. Dann haben wir die Version. Da können wir es einfach 1.0 hinschreiben. Dann Main, das definiert in diesem Fall die Main-Fahrt zu unserer Klasse, die die Java-Plugin instanziert. In diesem Fall steht ja hier Extends Java-Plugin. Das wird immer nur eine Klasse bei euch im Projekt sein und in diesem Fall ist es dann die Tutorial-Klasse. So, und deswegen müssen wir hier nochmal in die Textfile rein und da schreiben wir dann rein, in diesem Fall den Pfad, also von dem Package. Das ist ja in diesem Fall de.yellowfix18. Tutorial. Kann natürlich bei euch jetzt anders sein, wenn ihr den Pfad anders genannt habt. Und dann habt ihr die Klasse, die heißt Tutorial.java. Das .java könnt ihr weglassen, deswegen kommt da einfach hin dann euer Klassenname. Wenn ihr den Klassenname groß geschrieben habt, muss der Kram natürlich groß. So, damit sind wir soweit fertig an sich mit dem Ganzen. Aber an sich gibt es ja noch Comments, die wir später adden werden. Und deswegen muss einmal hier schon mal Comments dran stehen. Mit einem Doppelpunkt, danach müsst ihr nichts mehr machen. Das wäre schon mal alles. Dann klickt ihr einfach auf Speichern. Jetzt mosert er rum. Ja, wir haben noch nichts gesetzt. Deswegen müssen wir einmal Tutorial auswählen. Und hier unten geben wir ein Plugin.yml. So. Bei mir seht ihr jetzt hier ist schon Notepad++ sozusagen dran. Von dem Design her sozusagen. Deswegen, wenn ich das jetzt aufrufe, öffnet sich das hier. Deswegen, wer es mit Notepad++ festgesetzt hat, muss hier einfach einmal rüber moven, dann öffnet sich das hier drin auch. So, ne? Man kann es auch so öffnen, aber sonst öffnet sich der Editor und mit dem Editor ist das immer ein bisschen nervig. Ja, und damit hätten wir unser Test-Plugin fertig und um das Ganze zu testen, exportieren wir das Ganze einmal. Dafür klicken wir Export, dann wählen wir aus Java. Dann, nennen wir das jetzt hier Tutorial. Oh ne, wir müssen auf Browse klicken. Dann in diesem Fall den Desktop auswählen, wo ich das gerne reinhaben möchte. Und dann schreiben wir hier ein Tutorial. Und Java bzw. .zip setzt das schon automatisch fest. Jetzt sieht man, der Pfad ist C, /users/sebastian/desktop/tutorial.jar. Und dann können wir einfach auf Finish klicken und exportiert das Ganze. Wenn wir es jetzt kleiner machen, sehen wir, dass hier zwischen irgendwo unser Tutorial.jar gelandet ist. Da, genau, da ist unser Tutorial.jar. So, jetzt möchten wir das Ganze ausführen. Dafür gehen wir jetzt einmal in meinen super ungeordneten Kram hier unten und auf den Testserver. Also das könnt ihr auf dem Desktop gleich sehen. Hier sind jetzt zum Beispiel noch Plugins von mir drin, die ich testweise da drauf habe, aber die lösche ich jetzt mal raus. Und jetzt ziehen wir die Tutorial.jar, kopieren wir da einfach mal rein. So, und damit ist jetzt die Tutorial.jar da drin und wir führen den Server aus. Das Server-Script und die Spygate-Jar könnt ihr euch jetzt selbst patchen, wie ihr es ja sicher schon wisst. Und die Ausführungsdatei findet ihr auch sicher. So, und jetzt haben wir das Plugin ausgeführt und es sollte ja was in der Konsole ausgeben. So, jetzt gehen wir halt einfach durch. Hier unten seht ihr Tutorial Enabling Tutorial. Damit sind wir in dem Bereich, wo unser Tutorial-Plugin enabled wird, also gestartet wird. Und hier unten seht ihr, hallo, ich bin das Tutorial-Plugin. Und damit meldet sich unser Tutorial-Plugin. Jetzt geben wir Stop ein in die Konsole, damit stoppen wir den Server. Und hier steht Tutorial Disabling Tutorial Version 1. Damit beginnt der On- und Disable-Teil. Und hier wird ausgegeben, das Tutorial-Plugin verabschiedet sich. Und somit haben wir jetzt halt das Tutorial-Plugin, was jetzt halt schon Konsolenausgaben macht. Ja, genau. Und im nächsten Part würde ich dann anfangen mit den Comments. Und danach machen wir vielleicht mal Listener. Aber erstmal fangen wir halt mit kleinen Comments. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Zusehen der Tutorials. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und bis dahin, tschüss.